des Polarosen Festzelt auf der Wiesn bewerben werdet. Ja, eigentlich herrscht Sprachlosigkeit. Ihr seid seit 83 Jahren mit uns auf der Wiesn. Die Familie Heide gehört zur Wiesn. Ihr gehört zur Wiesn, wie die Bavaria, das Wiesnerrad und das Münchner Oktoberfest werden. Mir persönlich habt ihr viele, viele schöne Momente beschert. Sei es, dass ich mit euch über all die Jahre jetzt in der Kutsche gemeinsam einziehen durfte. Wir haben auf der Bühne zusammen das erste Fassel gezapft. Und ja, wir haben dann auch am letzten Wiesnsonntag mit Dieter Reiter quasi die Wiesn zugesperrt. Momente, die ich niemals vergessen werde. Auch gibt es traditionelle Veranstaltungen, die mit der Familie Heide eng verbunden sind. Sei es die Kerzenweihe für eine friedliche Wiesn in Maria Eichenplanig, die der Wille ins Leben gerufen hat, und natürlich auch das Platzkonzert am zweiten Wiesnsonntag, wo zigtausend Besucher dabei sind, um einfach diese schöne Atmosphäre und die Glaskapellen unter der Bavaria zu erleben. Ja, diese Traditionen wird es in dieser Form nicht mehr geben.